Kann ich helfen? Ach du Scheiße. John. Bist du das? Captain. Was tust du hier? Meine Frau liegt hier. Das vom letzten Jahr soll sich nicht wiederholen. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass du hier Mann bist. ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Sam, die Westseite dieser Region bedeckt ein riesiger Teergürtel. Dahinter liegt Edgenon City, die letzte Bastion der Zivilisation da draußen. Diese Stadt ist dein letztes Ziel. Sobald du sie mit dem Cupid an das chirale Netzwerk anbindest, deckt es den ganzen Kontinent ab. Amerikas Wiedergeburt ist so nah. Und vergiss nicht, dass Amelie dort gefangen gehalten wird. Du musst sie sicher nach Hause bringen. Aber ehe du den Teergürtel durchquerst, musst du noch einen weiteren Knoten knüpfen. Hartman wird dich unterstützen. Sam, du müsstest mir ein paar Dinge bringen. Erstens, die Erkennungsmarke dieses Soldaten. Steck sie in eine Tasche, damit du sie nicht verlierst. Zweitens, Mamas Leiche. Ihr Körper zeigt keine Anzeichen von Nekrose. Und ich würde sehr gerne wissen, warum das so ist. Vielleicht erfahren wir durch genauere Studien etwas, das uns helfen könnte, den gestrandeten Tod zu überwinden. Selbstverständlich. Noch eine Minute. Ich habe nicht viel Zeit. Bereite dich vor, ich erwarte dich. Am Terminal findest du den offiziellen Auftrag. Also gut, Sam. Kümmer dich um sie. Und keine Sorge, sie wird nicht nekrotisch. Morlingen ist speziell. Wäre lustig, wenn unsere Haars letztendlich der Schlüssel zur Rettung für uns alle sind.
wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Waffen weg. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Leistungsbeurteilung. UCA-Beitrittsanfrage erfasst. Warte auf Cupid-Verbindung. Einrichtung eintreten. Gute Arbeit. Tja, da hast du mich aber wirklich kalt erwischt. Schön, dass du da bist, Sam. Tut mir leid, ich wollte dich nicht erschrecken, aber ich bin nun mal, was ich bin. Ah, bitte, leg sie dort ab. Immer noch keine Spur. Weißt du, dass dein Herz stehen bleibt? Das tut es alle 21 Minuten. Ich verbringe 3 Minuten am Strand und komme zurück. 60 Tode und 60 Wiederbelebungen pro Tag. 60 Chancen am Strand, meine verstorbene Familie zu suchen. So lebe ich. Das ist mein Leben. Und während du beeindruckend oft zur Fuge und wieder zurückgereist bist, war ich etwas öfter am Strand. 218.509 und
40 Mal. Ich sehe mich selbst in diesem Krater. Meine Frau und mein Kind. Er hat die gleiche Form wie mein Herz. Die Ärzte nannten es myokardiale Kordiformie. Ich bin ein äußerst ungewöhnlicher Fall. Ich habe Bilder. Willst du Hartmans herzförmiges Herz sehen? Mm-mm. Wirklich, das solltest du. Es liegt nicht in der Familie. Weißt du, ich habe ihren Verlust nie verkraftet. In den Tagen danach ergriff eine Idee von mir Besitz. Dass der Strand real ist und dass sie dort sind. Ich sorgte für einen Herzstillstand. Immer 3 Minuten lang. Und suchte sie. Tag für Tag für Tag. Nur um dich zu verabschieden? Im Gegenteil. Es heißt, jedermanns Strand sei anders. Und wenn nun auch jedermanns Jenseits anders ist? Der Gedanke jagt mir Angst ein, für alle Ewigkeit allein zu sein. Deshalb habe ich beschlossen, meine Familie zu finden. Und den Weg mit ihnen zusammen weiterzugehen. Du meinst mit ihnen sterben? Wenn uns der Tod wieder vereint, dann ja. Aber die wiederholten Herzstillstände waren schwer für mein Herz. Der Muskel hat sich verformt. Und nach einer Weile hatte ich dann meinen Spitznamen weg. Der Strandforscher. Hartmann. Ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben. Oh. Ein Körper, der nicht nekrotisiert. Kein Anzeichen von Verwesung. Es ist, als sei sie noch lebendig. Die perfekte Mumie. Eine makellose Leiche. Was ist los? Wo ist das andere Ding, das du mitbringen solltest? Ah, gefunden. Sieh mal. Warte, Deadman. Sieht aus wie eine Nabelschnur. Sieht mir menschlich aus, glaube ich. Aber das war keine gewöhnliche Verbindung zwischen Fötus und Plazenta. Sie wirkt eher wie eine GD-Nabelschnur. Und die stammt von Mama? Ja. Ein nicht nekrotisierender Körper und eine mit dem Strand verbundene Nabelschnur. Das sind bemerkenswerte Entdeckungen, Sam. Das bringt mein wundes Herz zum Rasen. 5 Minuten bis zum Herzstillstand. Tut mir leid, dass unsere Unterhaltung gleich enden muss. Ich muss zurück an den Strand, meine Frau und mein Kind suchen. Eine Person, ein Strand. Das ist die Regel. Aber ich bin die Ausnahme. Mein Strand ist mit anderen verbunden. Als wäre das der Vorteil eines koronaren Bypasses. Vielleicht wurde es ja durch mein seltsames Herz möglich. Alles, was ich weiß, ist, dass ich sie finden werde. Selbst wenn jeder Besuch neue Fragen aufwirft, finde ich eines Tages meine Antworten. Eines Tages. 3 Minuten bis zum Herzstillstand. Die Schlachtfelder. Die endlosen Kriege, in denen du gefangen warst. Warum geistern Weltkriegssoldaten 1 Jahrhundert nach ihrem Tod über den Strand? Eigentlich ziehen die Seelen der Toten weiter. Der Strand ist nur ein Korridor, den sie auf ihrem Weg zur anderen Seite passieren. Aber wenn Reue, Verbitterung, ein brennender Wunsch danach zu bleiben, wenn diese Gefühle stark genug sind, können sie zusammen einen ganz anderen Strand hervorbringen. Ein gemeinsames Fegefeuer für eine Armee der Verdammten.
Clifford Unger. Sein Leid und sein Hass haben, zusammen mit deinem als eine Art Katalysator dienenden BB, diese Schlachtfelder in unsere Welt gebracht. 2 Minuten bis zum Herzstillstand. Bitte an einen sicheren Ort begeben. Es ist nur eine Theorie. Glaubst du, Hex zieht im Hintergrund die Fäden? Kontrolliert sie alle? Nehmen Sie eine stabile Position ein. Ich weiß es nicht. Aber die Hinweise sprechen dafür, dass Hex sie hergebracht hat. Noch eine Minute. Bitte halten Sie sich an etwas fest. Oh, bevor ich's vergesse, ich habe eine Bitte an dich. Laborsicherheitsmaßnahmen aktiviert. Könntest du bitte einfach warten, bis ich wieder da bin? Am Strand steht die Zeit still, aber nicht in der Fuge. Keine Sorge, für dich fühlt sich das nur wie 3 Minuten an. Wir reden gleich weiter. 5, 4, 3, 2, 1. Kein Glück. Besuch 218.550. Oh, tut mir leid. Wo waren wir? Ich bin den 21-Minuten-Zyklus gewohnt, aber beim ersten persönlichen Treffen gibt es einfach zu viel zu besprechen für eine Runde. Das ist bestimmt kein leichtes Leben. Ja. Und nein. Jetzt, da ich daran gewöhnt bin, ist es nicht mehr allzu lästig.
Stuhlgang, Hygiene, Ernährung. Die meisten Grundbedürfnisse des Lebens lassen sich gut in 21 Minuten erledigen. Schlafen gestaltet sich schwierig und Zwischenmenschliches natürlich. Verbal oder sexuell. Nicht, dass das jemanden in meiner Lage groß interessieren würde. Liest du, Sam? Hörst du Musik? Schaust du Filme? Weißt du, ich beschäftige mich. Meine Sammlung umfasst Musik, Fernsehsendungen, einige sehr interessante Kurzfilme und Geschichten. Alles kann in einem 21-Minuten-Fenster konsumiert werden. Alles aus der Zeit vor dem gestrandeten Tod, versteht sich. Aber ehrlich gesagt, sind meine 21 Minuten hier reine Auszeiten, mehr nicht. Zeit, die ich rumkriegen muss bis zur nächsten Suche. Mein Körper mag hier sein, aber meine Seele weilt am Strand. Ich bin bereits tot. Ich kenne das Gefühl. Meine Familie starb bei einem Unfall. Oh, ich hätte nie gedacht, dass du dich mir öffnest. Zufälligerweise bin ich über deine Situation im Bilde. Auch ich habe meine Familie bei einem Unfall verloren. Ich lag wegen einer Herz-OP auf der Intensivstation, weit draußen, in der Stadt. Als klar war, dass ich das überstehen würde, wollten meine Frau und meine Tochter nach Hause, um ein paar Sachen für mich zu holen. Und dann haben die Leerestürze sie erwischt. Die Stadt und das Krankenhaus blieben vom Schlimmsten verschont. Aber die Schockwelle kappte den Strom. Und meine Lebenserhaltung. Ich erwachte am Strand. Die Opfer der beiden Leerestürze waren dort. Was ist passiert? Was ist los? Frau und meine Tochter unter ihnen. Hey! Ich bin's! Wohin geht ihr? Wartet! Geht nicht ohne mich! Nein! Geht nicht! Bitte! Geht nicht! Der Notgenerator der Station sprang an und der Defibrillator belebte mich wieder. Genau 21 Minuten nach meinem Herzstillstand. Damals sah ich meine Familie zum letzten Mal. Wegen meines verdammten Herzens wurden wir getrennt. Aber irgendwann wird es dafür sorgen, dass ich sie wiedersehe. Es definiert mich. Ich bin Hartmann. Seither erkunde ich die Strände anderer. Ich folge den Fußspuren meiner Familie für eine Weile. Und wenn ich müde werde, kehre ich hierhin zurück und forsche weiter. Irgendwie lustig. Selbst wenn mein Herz stillsteht, der Schmerz bleibt. Hast du Familienfotos, Sam? Schade. 5 Minuten bis zum Herzstillstand.
Sagst du mir, warum ich hier bin, bevor du in den Strand zurückkehrst? Oh, natürlich. Es gibt eine Prepper-Station in diesem Gebiet. Unsere Forscher dort untersuchen Material aus der Zeit vor dem gestrandeten Tod. Was für ein Material? Die Erde hat ein langes Gedächtnis. Ihre Schichten erzählen eine Geschichte, die bis zum Anfang zurückreicht. Eine, die sogar den gestrandeten Tod überstand. Die Forscher sind alle Kollegen von mir aus der früheren Expedition. Ich möchte, dass du sie ins chirale Netzwerk bringst. Amelie schlug vor, Forschungsposten zu errichten. An diesem Gürtel. Trotz einer weltweiten Suche ist dies die einzige bekannte Fundstätte von Fossilien aus der späten Kreidezeit. Als die Dinosaurier ausstarben. Wir glauben, dass die letzten von ihnen hier lebten. Und zwar nur hier. Wenn das stimmt, birgt die Erde Erinnerungen an ein großes Massenaussterben. Sie könnten uns helfen, unsere missliche Lage zu überleben. Bestimmt war das Amelies Hoffnung als Teil des Vorausteams, als sie unser Zwei-Team hierher sandte. Die Vergangenheit durchdringt die Gegenwart und hilft uns, die Zukunft zu bauen. Das schärfte sie uns genau ein, ehe sie nach Westen ging. 3 Minuten bis zum Herzstillstand. Ach, gib Ruhe. Ich schalte dich auf lautlos. Etwas später bemerkten wir ungewöhnliche Aktivitäten in den Teergürteln bei Edgenot City. Große Teermengen begannen hochzusteigen, sich auszubreiten und verschlangen viele meiner Kollegen und einen chiralen Wegposten. Der ganze Vorfall ließ sich nicht erklären. Glaubst du, das war Hicks? Ich weiß es nicht, aber wir brauchten diesen Wegposten. Es war entscheidend für die Erweiterung des chiralen Netzwerks nach Westen. Deshalb bitte ich dich um deine Hilfe beim Bau eines neuen. Er wird nicht groß. Wir haben nur eine Handvoll Ausrüstung zusammenkratzen können. Kein Vergleich zu den Knotenstädten, das ist sicher. Aber Knoten ist Knoten. Sam, integriere die Wissenschaftler mit dem Cupid ins Netzwerk. Geh dann zu Amelie. Danach können wir uns wieder der wichtigen Aufgabe widmen, den Gestrand... Mach dir keine Sorgen um ihn, Sam. Die Luftmatratzen federn den Aufprall ab. Ich öffne die Tür für dich. Hörst du, Sam? Du kannst den Auftrag an einem Lieferterminal annehmen. Bitte dranbleiben. Unser oberstes Ziel in dieser Region ist der Bau eines Ersatzes für einen vom Teer verschlungenen Wegposten. Zuerst musst du einen Bunker mit unseren Forschern ins chirale Netzwerk integrieren. Aber wir wissen weder, wie es Amelie geht, noch was Hicks im Schilde führt. Das beschäftigt uns genauso wie dich. Erst in Edgenot City können wir mehr erfahren. Deshalb müssen wir zuerst diese Region anbinden. Du solltest mit dem Geologen und dem Paläontologen beginnen. Letzterer hat etwas für die Evo-Devo-Biologin. Sie solltest du also zuletzt aufsuchen. So kannst du eine Lieferung abschließen und gleichzeitig den letzten Ort verbinden. Komm hierher zurück, sobald alle drei am Netz sind. Dann können wir uns dran machen, den verlorenen Wegposten zu ersetzen.
Einer unserer Geologen untersucht im Rahmen seiner Forschung zu prähistorischen Aussterbeereignissen Fossilien. Er gräbt dort draußen schon eine ganze Weile und leidet mittlerweile unter den Auswirkungen von chiraler Kontamination. Das ist zweifellos die Folge der starken Chiraliumbelastung während der Grabung. Bevor der Bereich nicht dekontaminiert wurde, kann er nicht weiterarbeiten. Und erholen wird er sich auch nicht. Deshalb müssen wir ihm etwas Chiralium-Entferner bringen. Defibrillation. Abstand halten. Die Erdschicht, die das Team untersucht hat, stammt aus dem Ende der Kreidezeit. Aus der Zeit des berüchtigten Massenaussterbens, das die Herrschaft der Dinosaurier beendete und die Erde den kleinen Säugetieren übereignete. Es ist das jüngste der großen fünf und eines der größten Massenaussterben aller Zeiten. Unser Team hat etwas wirklich Bemerkenswertes entdeckt. Kommst du darauf, was es ist? Einen Fossilienstrand. Sollte es wirklich das sein, was wir denken, dann hat er eine gewaltige Entdeckung gemacht. Deshalb, Sam, ist es wichtig, dass du diesen Chiralium-Entferner schnellstmöglich lieferst. Und noch etwas, Sam. Bei diesem Auftrag transportierst du eine Antimateriebombe. Ein Bridges-Paläontologe in einer Grabungsstätte braucht sie. Anscheinend liegen die Fossilien, die er untersuchen will, unter einer tiefen Teerschicht begraben, die er aufsprengen muss. Ich hoffe, du weißt, dass du mit Sprengstoff äußerst vorsichtig sein musst. Aber zur Sicherheit nochmal. Sorge dafür, dass der Behälter unversehrt bleibt, egal was passiert. Ein Wärmepad. Unverzichtbare Ausrüstung für kalte Umgebungen. Besonders nützlich beim Durchqueren schneebedeckter Gebirge. Sam, bitte vergiss nicht, du musst mit dieser Antimateriebombe extrem vorsichtig umgehen, besonders wenn du sie mit einem Schweber oder Fahrzeug transportierst. Alle Unregelmäßigkeiten sollten Alarm auslösen. Ignoriere ihn nicht. Von dem See erzählt, wie seine Entstehung sein Leben für immer verändert hat. Er hat nicht nur seine Familie verloren, sondern fast auch sich selbst. Er hatte einen Herzstillstand für ganze 22 Minuten. Unter normalen Umständen wäre er gestorben. Therapeutische Hypothermie hat ihn gerettet. Aber die 22 Minuten auf der anderen Seite haben ihn nachhaltig geprägt. Seine Doomsfähigkeiten scheinen zugenommen zu haben. Vielleicht durch den Schock. Jetzt nutzt er jede Gelegenheit, um am Strand nach seiner Familie zu suchen. Tut mir leid, Sam. Du bist so weit zu mir gereist und ich habe dich nicht anständig verabschiedet. Sei vorsichtig da draußen. Wie gesagt, ist diese Region reich an Erinnerungen an Tod und Auslöschung. Es wird dich also nicht überraschen, dass sie häufiger GDs gesichtet werden. Weißt du noch, die Modelle in meinem Labor? Sie basierten alle auf Augenzeugenberichten. Auch wenn sie dir bestimmt seltsam vorkamen, denn du hast den gestrandeten Dingen ja schon oft gegenübergestanden.